Wenn wir vor dem Schaufenster eines Obstladens Hunger auf einen Apfel bekommen, dann nehmen wir normalerweise kein Mikroskop mit hinein. Herr Dr. Voss, in letzter Zeit hat man häufig gehört, es sei nicht ganz ohne Risiko, in diesen Apfel zu beißen, wenn er vorher behandelt worden ist. Das heißt, wenn Pflanzenschutzmittel auf ihn gespritzt worden sind. Was halten Sie davon, hier im Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Rheinland? Sie schneiden ein Problem an, das zu den schwierigsten gehört auf den Grenzgebieten zwischen Landbau, Biologie, Biochemie, Medizin und Toxikologie. Wenn man zu dieser Frage den Toxikologen hört, der ja als Fachmann da zuständig ist, dann kann man sagen, die Sorgen der Verbraucher sind unbegründet in der starken Form, wie man es gelegentlich beobachtet. Ich habe hier eine Arbeit von Herrn Professor Klimmer, dem bekannten Toxikologen der Universität Bonn, der zu dem Schluss kommt, dass es sicher ist, dass die geringen, im Allgemeinen nur in Tausendstel Grammen pro Kilogramm Nahrung vorhandenen Mengen nicht zu akuten oder subakuten Vergiftungen führen können. Herr Dr. Voss, nun steht ja fest, es sind nicht die schwächsten Gifte, die auf Obst gespritzt werden. Dazu sind erforderlich gewisse Abbauzeiten und gewisse Faktoren beeinflussen dann wieder diese Abbauzeiten. Was kann man tun, um hier Garantien für den Verbraucher zu schaffen? Vielleicht darf ich als erstes darauf hinweisen, dass die Frau Bundesministerin Schwarzhaupt in einem Bericht an den Bundestag, der vorgelegt werden musste, vor kurzem angekündigt hat, dass eine Höchstmengenverordnung in Arbeit ist. Das beruht darauf, dass die Pflanzenschutzmittelreste, die nach dem Behandeln der Kulturen auf die Kulturen kommen, durch Witterung, Einfluss der Pflanze und so weiter abgebaut werden, dass aber immer die Möglichkeit eines ganz geringen Restes besteht. Nun ist die Frage, ist dieser Rest schädlich, selbst bei Daueraufnahme der Nahrung oder nicht? Und dazu ist auf wissenschaftlicher Grundlage, selbst international durch Welternährungsorganisation und Weltgesundheitsorganisation, sind Unterlagen erarbeitet worden, die letzten Endes dann sich niederschlagen in einer Höchstmengenzahl, einer Zahl, die noch vorhanden sein darf. Das ist in die Verordnung eingearbeitet. Man hat in der Verordnung jetzt also drei Gruppen. In der ersten Gruppe Mittel, die überhaupt nicht angewandt werden dürfen. In der zweiten solche, von denen keine Rückstände mehr untersucht werden, gefunden werden dürfen. Und in der dritten eine Liste über diese Grenzen, die noch duldbar sind. In einem der 28 chemischen Untersuchungsämter in Nordrhein-Westfalen, nämlich hier in Wuppertal, stellten wir dem Leiter abschließend zwei kritische Fragen. Dr. Lutz Bertling fragten wir erstens, sind Ihre Möglichkeiten zur Untersuchung von Natur aus nicht begrenzt? Ich glaube, diese Frage kann man verneinen. Verfahren zum Nachweis von Schädlingsbekämpfungsmitteln bei Obst und Gemüse sind in genügender Zahl vorhanden. Allerdings sind derartige Untersuchungsmethoden zeitraubend und kostspielig. Aus diesem Grunde haben sich die bisherigen Untersuchungen überwiegend auf die bei Obst verwendeten Konservierungsstoffe beschränkt. Hinsichtlich der Schädlingsbekämpfungsmittel sind bis jetzt lediglich, zum Beispiel mit Hilfe des Fliegentests, Stichproben untersucht worden, die zu keiner Beanstandung geführt haben. Die Kontrolle dieser Substanzen sollte dadurch jedoch nicht in den Hintergrund treten. Und, Herr Dr. Bertling, halten Sie das augenblickliche Kontrollsystem für ausreichend? Die Zahl der Untersuchungsstellen ist sicher ausreichend. Wegen der komplizierten und aufwendigen Methoden sollten sich einige Untersuchungsstellen speziell, das heißt schwerpunktmäßig, mit der Untersuchung von Schädlingsbekämpfungsmitteln befassen. Erst dann könnte endgültig gesagt werden, ob Lebensmittel im Handel sind, die Schädlingsbekämpfungsmittel in einer Menge enthalten, die gefährlich sein könnte.